Hallo ihr Lieben, in diesem Video werden wir uns mit dem Fenster und der Summe beschäftigen. Dafür solltest du wissen, wie man das Volumen eines Zylinders berechnet und wie man die Untersumme einer Funktion bildet. Das Ziel dieses Videos ist, die Untersumme für einen Rotationskörper zu bilden und mithilfe dieser das Rotationsvolumen einer Funktion näherungsweise zu bestimmen. Fangen wir an. Hier haben wir nicht mehr eine konstante Funktion, sondern eine etwas kompliziertere. Wir versuchen jetzt mithilfe der Untersumme das Rotationsvolumen dieser Funktion zu berechnen. Schauen wir uns dafür aber zunächst die Untersumme für den Flächeninhalt an. Wie wir sehen, haben wir den Flächeninhalt hier in kleine Rechtecke zerteilt, die alle die Breite Delta x haben. Summieren wir den Flächeninhalt all dieser Rechtecke auf, dann erhalten wir eine gute Näherung für den Flächeninhalt unter dieser Funktion f. Lassen wir jetzt die Funktion f und die Untersumme um die x-Achse rotieren, erhalten wir einen Rotationskörper und statt der Rechtecke erhalten wir für die Untersumme Zylinder. Jetzt kommt eine Aufgabe für dich. Ermittle die Formel für das Volumen des Drehzylinders f3. Pausiere dazu bitte das Video. Okay, wie gehen wir jetzt also vor? Wir wissen, dass die Breite eines dieser Rechtecke gleich Delta x ist. Das bedeutet, aus der Breite wird die Höhe des Zylinders. Wir wissen aber auch, dass die Höhe dieses Rechtecks f von x3 ist. Und wir wissen aber, dass aus dieser Höhe des Rechtecks der Radius des Zylinders wird. Das bedeutet, wir haben jetzt alles, was wir benötigen, um das Volumen dieses Drehzylinders zu berechnen. Und wir erhalten v3 ist gleich f von x3 zum Quadrat mal Pi mal Delta x. Summieren wir jetzt die Volumina all dieser Zylinder auf, erhalten wir V1 plus V2 plus und so weiter bis V7. Und das können wir kompakt aufschreiben als die Summe von i ist gleich 1 bis 7 von f von xi zum Quadrat mal Pi mal Delta x. Das hier ist einfach nur eine kompakte Schreibweise, um nicht die ganze Zeit plus rechnen zu müssen. Um jetzt diese Annäherung des tatsächlichen Volumens zu verbessern, müssen wir das Delta x kleiner machen. Das bedeutet, wir müssen die Zerlegung verfeinern. Damit sind wir auch schon fertig. Bis zum nächsten Video.